Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Motorrad Christiansen. Wir sitzen in Münster, stellen euch heute eine 125er vor. Die Nachfrage ist auch durch diesen neuen Führerschein D196 extrem groß. Das hier ist eine Fentic Caballero 125, eins der hochwertigsten 125er, die ihr aktuell auf dem Markt bekommen könnt. Preise und so weiter erfahrt ihr bei uns auf der Internetseite. Da könnt ihr gucken, was das kostet. Wir liefern auch deutschlandweit. Und wenn ihr euch dafür so ein Fahrzeug interessiert, eine Probefahrt machen möchtet, ihr dürft immer bei uns vorbeikommen, eine Probefahrt machen. Terminabsprache wäre ganz gut, aber bei uns darf ansonsten generell immer alles gefahren werden. So, ein paar Sachen zum Fahrzeug. Diese 125er ist von Fentic hergestellt, ein alteingesessener italienischer Hersteller. Wird auch wirklich noch in Italien zusammengebaut, das Fahrzeug. Gibt es auch mit 250 und 500 Kubik. Und teilt sich mit den größer motorisierten Fahrzeugen auch das Fahrgestell, Bremsen und so weiter. Das heißt, ihr habt hier ein richtig hochwertiges Fahrzeug. Ihr habt voll ABS verbaut, was vorne und hinten getrennt regelt. Ihr habt eine richtig hochwertige Gabel verbaut, in der aus dem vollen gefrästen Alugabelbrücken drauf sind, seht ihr hier oben und unten. Ist also wirklich aus einem Aluminiumblock rausgefräst, aus einem Stück. Sieht richtig geil aus. Von der Qualität ist das wirklich richtig, richtig top. Genauso geht es weiter, wenn ihr hier unten euch die Fußrastenaufnahmen guckt. Auf beiden Seiten hat man sonst in der 125er Klasse überhaupt nicht. Also wirklich auch aus den vollen gefrästen Teilen. Richtig, richtig gut verarbeitet. Bei dem Fahrzeug habt ihr volle 15 PS und 6 Gänge. Wir haben das Fahrzeug verglichen mit anderen Fahrzeugen auf dem Flugplatzrennen, unter anderem auch KTM Duke und viele andere 125er. War von der Geschwindigkeit ungefähr identisch mit der KTM. Die KTM hatte beim Rennen zwar gewonnen, aber da war dieses Fahrzeug auch noch nicht eingefahren, also ist wirklich ganz, ganz nah beieinander. Und wir wissen schon von mehreren Kunden, dass das Fahrzeug fast 120 läuft, wenn man die ordentlich eingefahren hat. Also hier richtig gute Fahrleistung, richtig hochwertiges Fahrzeug. Wie ihr seht, das Ganze ist im Scrambler-Look. Man hat diese grobe Stollenbereifung drauf, man hat einen breiten Lenker montiert. Ich finde das Ding ziemlich geil. Wir zeigen euch jetzt mal einmal so ein bisschen die Rundumansicht. In der Zeit ziehe ich mir den Helm an und dann sehen wir uns gleich unterwegs und dann erzähle ich euch ein bisschen was während der Fahrt, was mir Positives und Negatives auffällt. Bis gleich. So, wir sind jetzt unterwegs auf der Fentic Caballero 125. Sitzposition ist mega gut. Wie immer einmal vorab ein paar Infos von mir. Ich bin 1,92 groß und wiege ein bisschen über 100 Kilo. Und ich habe hier richtig Platz auf dem Fahrzeug. Man merkt hier, dass das richtig erwachsen und ordentlich groß ist. Also für die ganzen Großgeratenen unter euch. Ihr sitzt auf diesem Ding mit Sicherheit richtig, richtig gut. Wir gucken jetzt mal während der Fahrt, wie sich das Ganze hier so anfühlt. Sound ist auch ganz cool. Wir haben hier eine Aero-Auspuffanlage ab Serie dran, komplett aus Edelstahl. Ist auch ein echtes Highlight an diesem Fahrzeug. Hier sitzen wir übrigens auf dem Fahrzeug, wo ich den Blinkerschalter echt scheiße finde. Hat der hier diese Kippfunktion. Den drückt man zur Seite, so wie jetzt. Jetzt mache ich kurz einen Spurwechsel hier. Und man muss den wieder in Mittelstellung zurückstellen, damit der Blinker aus ist. Und das gefällt mir einfach bei diesem Fahrzeug hier gar nicht. Ansonsten sind die Schaltereinheiten alle ordentlich. Ich komme überall gut dran. Eine Besonderheit gibt es hier noch. Das ABS lässt sich abschalten. Hier habe ich eine ABS-Taste links an meinem Daumen. Wenn ich hier gedrückt halte, na, guck mal, macht der während der Fahrt gar nicht. Müssen wir gleich stehen bleiben. Wenn man hier den ABS-Schalter ein paar Sekunden gedrückt hält, geht hier oben die Lampe an und dann kann man das ABS ausschalten. Was auch auf jeden Fall keine Selbstverständlichkeit ist. Das ist schon für die Leute, die mal richtig Offroad fahren wollen, eine richtig gute Sache.
Wenn du mal richtig unterwegs bist und das Sand und alles Mögliche, dann möchtest du auf jeden Fall kein ABS haben. Spiegel sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich finde die auch nicht wirklich toll vom Einstellen und von der Größe auch nicht. Jetzt gucken wir uns mal eben hier den Tacho an, was wir hier alles für Funktionen haben. So, muss ich gleich mal gucken, ob man den wohl umstellen kann. Weil wie ich jetzt sehe, jetzt sieht man hier die Tankanzeige, Tank ist halb voll, die Uhrzeit. Und hier auf der rechten Seite sieht man die Batteriespannung, die Höchstgeschwindigkeit und die gefahrenen Kilometer. Das heißt, soweit an Informationen ist das meiste drauf. Eine Ganganzeige fehlt hier leider, die ist hier nicht mit dabei. Was hier dann halt noch zusätzlich kommt, ist eine Reservelampenleuchte. Ist der Tank alle und dann geht es wirklich mal komplett dem Ende zu. Dann hat man noch die Möglichkeit, oder beziehungsweise hat man noch die Informationen, dass das Ganze dann blinkt und darauf aufmerksam macht, dass es wirklich leer ist. Ah, Licht dreht man hier an, man dreht hier den Schalter und dann seht ihr hier auch, Fernlicht ist an. Wollen wir jetzt in der Stadt natürlich gerade nicht. Aber ist ganz cool, die haben das einfach mal ein bisschen anders designt als die Standardschalter. Den Blinkerschalter finde ich nicht perfekt, den Rest finde ich ziemlich gut. Also wenn ich hier auf Select drücke beim Tacho, dann kann ich nur umschalten zwischen Uhrzeit und der Voltanzahl. Auf der rechten Seite kann ich hin und her drücken zwischen den Tageskilometerzählern. Aber wo man jetzt hier die Drehzahl ablesen kann, das weiß ich noch nicht. Trip A, Trip B, ob Fehler im System sind und die gesamtgefahrenen Kilometer. Aber Sitzposition bei dem Fahrzeug hier ist echt der Hammer. Wenn man drauf sitzt, hat man direkt Lust auf die nächste Kurve zuzufahren. Richtig coole Sitzposition. Wir fahren jetzt mal ein Stück raus aus der Stadt. Und dann schauen wir mal, wie sich da das Ganze anfühlt. So, wir testen hier mal einmal kurz die Beschleunigung von dem Fahrzeug. Also vom Fahrverhalten wirklich geil. Kurvenfahren macht mega, mega Spaß mit dem Fahrzeug. Man fühlt sich richtig sicher, ist spurstabil das Ganze. Außer, dass es heute ein bisschen kalt ist und sauwindig, was ihr leider gerade nicht so merken könnt. Macht das wirklich, wirklich Spaß. Wir drehen noch einmal zurück. Der Patrick stand da hinten an der Seite und fahren da noch mal dran vorbei. Dann gibt es noch ein, zwei schöne Aufnahmen. Aber fühlt sich wirklich richtig, richtig gut hier alles an. Hier mit dem Scrambler kann man doch auch mal hier kurz die Abkürzung nehmen. Das macht wirklich Spaß hier. Saugeil. So muss sich eine 125er anfühlen. Dann hat man auch richtig Spaß bei der Sache hier.
So, hat reichlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also man merkt auf jeden Fall, dass das eine der geilsten 125er ist, womit man fahren kann. Leistung ist super geil. Ich sagte vorhin, als ich losgefahren bin, einmal der Blinkerschalter wäre ziemlich scheiße. Habe ich, glaube ich, auch in anderen Videos schon gesagt, weil man den hier so zur Seite drücken muss, zum Ausmachen wieder auf die Mittelstellung machen muss. Auf dem Rückweg mussten wir jetzt durch Münster, wo ich die ganze Zeit blinken musste. Jetzt muss ich meine Aussage revidieren. So scheiße ist der gar nicht. Funktioniert ziemlich gut. Man muss sich nur ein bisschen dran gewöhnen. Jetzt ist es gerade saukalt. Deshalb fand ich eins ganz gut. Hier drunter entwickelt sich halt auch ein bisschen Wärme. Weil der Auspuff hier drunter lang geht, habe ich ein bisschen warm Oberschenkel an der Seite bekommen. War jetzt ganz angenehm. Im Sommer wahrscheinlich nicht ganz so angenehm. Ansonsten einfach richtig hochwertiges, geiles 125er Bike. Man merkt auf jeden Fall, dass es dieses Fahrzeug auch mit größeren Motoren gibt. Vom Fahrverhalten, Kurvenfahren, richtig, richtig geil, hat richtig Bock gemacht, die Probefahrt. Eigentlich wollten wir noch eine Brixton heute abfilmen. Es ist ziemlich dunkel geworden, mir ist kalt, ich habe keine Lust mehr. Werden wir morgen machen, seht ihr dann die Tage in einem anderen Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Bis bald. Ciao. Girls with their nails done.